Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Paranoiac. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick. Und beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, dass wir hier nochmal einmal kurz laden müssen, denn ich wusste nicht ganz genau, wie es weitergeht. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe zwar in die Kommentare von euch gesehen und habe gesehen, dass ihr auch den richtigen Riecher hattet, zumindest glaube ich das. Hier sind wir komplett falsch. Oben haben wir ja nur einen Raum, den Raum von unserem Onkel. Und bei diesem Raum war ein Lichtschalter. Und ich dachte mir schon, ey yo, da ist ein Lichtschalter. Aber hier ist auch eine Lampe. Wenn wir diese Lampe jetzt anmachen, können wir auch diesen Lichtschalter hier ausmachen. Tada. Die Frage ist jetzt nur. Hä? Unter dem. Ach so, unter dem Dings. Lampenschirm. Da war ein Schlüssel. Das habe ich vorher noch nicht bemerkt, als es aus war. Wir haben Schlüssel gefunden. Gut, welcher Raum war denn jetzt noch zu? Ich glaube, der links hier war noch zu und unten. Ich glaube, so viele Räume sind denn sonst nämlich gar nicht mehr verschlossen. Oder waren hier auch schon alle offen? Ah, guck mal hier. Hier müssen wir hin. Sieht aus wie ein Ehebett. Alles leer. Hier vielleicht irgendwie wieder was drin. Okay, irgendwie Sachen, die man sonst so gebrauchen könnte. Irgendwie solche Lotions irgendwie. When you gaze long into the abyss also gaze into you. Wenn du sehr lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund irgendwann in dich. Okay. Die Alarmuhr ist gestoppt, als es 9 schlug. Ein Doppelbett. Nicht wirklich nützlich, wenn man alleine lebt, oder? Okay, und das Einzige, was ich mir dabei jetzt... Ich hoffe, ich krieg's jetzt langsam hin, dass ich jetzt endlich mal weiß, wie ich Rätsel lösen kann. When you gaze long into the abyss, schätze ich einfach mal, dass damit der Brunnen gemeint ist. Weil da kann man sich lange drin versinken. Hä? Irgendwas glänzt da drin. Ist es ein Schlüssel? Wir werden sowas von runterfallen. Es ist... Achso, ich dachte, du fällst schon runter. Das ist einfach zu weit weg. Da! Ich wusste, wir fallen... Aua. Fallen runter. Dedim. Aua. Au. Nein, ich bin hier runtergefallen. Oh Gott, ich bin so tief unten. Ich kann da nicht hochklettern. Hallo? Ist da irgendjemand? Irgendjemand? Nee. Oh Mann, was soll ich jetzt nur tun? Erstmal speichern. Speichern ist immer der erste Weg. Auch im Müllab, immer speichern als erstes. Hä? Die Wand sieht irgendwie komisch aus. Was ist denn da? Looks kind of brittle. Achso, ein wenig brüchig. Ich versuche sie hiermit kaputt zu machen. Vielleicht kann ich dann... A foothold. Vielleicht finden wir da jetzt auch eine Höhle oder so ein Scheiß. Who knows? Wow, wow, what the fuck? Ich habe Angst, dass wir da drin jetzt gleich ein Zubat finden. Well, let's go in there. Was ist das? Ist hier wirklich so viel Freiraum unter dem Brunnen? Das ist doch lächerlich. Aber es ist möglich und vielleicht bringt es mich irgendwo hin. Ich müsste einfach nur weiterlaufen. Oh Gott, ich kack mich jetzt schon ein. Ich kack mich jetzt schon ein. Oh Gott, diese Stimme. Ist der hier auch? Ich muss schnell rennen. Ich hab richtig Angst, Mann. Ich hab richtig Angst. 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 Oh Gott, wenn ihr gerade wüsstet, wie sich alles bei mir zusammenzieht. Oh Gott. Ich will hier nur weg. Oh mein Gott, warum muss das hier so ein langes Labyrinth sein, Mann? Oh Gott. Nein. Haben wir es geschafft? Noch weiter!
Ich versuche immer so schnell zu reagieren, wie es möglich ist, wenn ich irgendwelche Ecken sehe. Ich versuche da immer so schnell wie möglich dran rumzulaufen. Oh Gott. Shit, 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 shit. Der könnte mich jede Sekunde haben, Mann. Oh Gott, das tut gerade richtig in den Zehen weh, weil ich die so zusammenkneife. Oh, fuck. Die Stimme wird immer komischer. Oh Gott, Mann, ich will hier gleich raus. Oh Gott. Was geht jetzt ab? Was zur Hölle? Hilfe. Fakt ist. Hilfe. Was? Ich komme hier wieder. Was? Ich komme da doch nicht wieder raus. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh Gott. Kamura? Miss Sakamura! Hat hier uns irgendwer gefunden? Miura? Miss Miura? Geht's dir gut, Mrs. Sakamura? Ich werde ein Seil für dich runterschmeißen. Warte genau hier! Unser Nachbar ist ja doch echt ein guter Mensch. Geht's Ihnen gut, Mrs. Takamura? Sie sehen nicht irgendwie verletzt aus, aber Sie sollten unbedingt in Krankenhaus gehen. Tut mir leid, dass ich in Ihren Garten gegangen bin, aber Sie sind nicht an die Klingel, also an die Tür gegangen und deswegen bin ich reingekommen und... Mrs. Takamura? Ah! Mrs. Takamura, was ist los? Es ist so viel für mich. Ich hasse das hier. Ich möchte nach Hause gehen. Oh Gott. Ein Monster? Da ist ein Monster in diesem Haus? Wirklich? Seit dem Tag, als ich eingezogen bin. Irgendwas nicht Humanes, auch nichts Animalisches. Es ist einfach hinter mir her. Selbst als ich unten in der Höhle war, hat es mich verfolgt. Und es ist nicht nur ein Monster. Da war auch Haar im Wasser und in den Faxen und das Piano hat sich von alleine gespielt. Und komische Stimmen, ich kann das nicht mehr hier. Ich bin so ängstlich, natürlich bin ich das. Ja, das ist schwer zu glauben, wirklich. Es ist wahr, Mann! Wirklich, es ist irgendwie ein komischer Zombie oder sowas. Ich würde über sowas nicht keine Späße machen und nicht lügen. Ja, okay. Vielleicht ist es kein Monster, aber irgendwie ein wildes Tier oder so. Okay, ich verstehe. Bleib einfach bei mir zu Hause für den Tag, okay? Hä? Wirklich? Ich habe da 5 Jahre gelebt und ich habe noch nie so ein Monster irgendwie bemerkt. Also deswegen sollst du dir da eigentlich gut gehen. Und ich werde hier mich ein bisschen umsehen, wenn du schon heute Abend schläfst. Ich werde hier schon mit fertig werden mit allem Komischen, was ich sehe. Du musst nicht. Ach, komm schon, es läuft, es passt schon. Lass das einfach hier alles für mich und relax heute mal. Okay, doch ein netter Kerl, der Typ. Doch, doch, doch. Das ist seine Mutter, Frau. Dein Raum, achso, das ist er. Dein Raum ist sehr aufgeräumt. Ich hab nur einfach nicht so viel Zeug. Und Miss Takamura, kann ich Sie was fragen? Was denn? Du hast irgendwie gesagt, du hast eine Krankheit. Was für eine Krankheit ist das? Es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen hart gestellt ist. Depression. Ich nehme Antidepressiva und ich schreibe solche Serial Killer Stories. Serienmörder. Ah, okay. Dann musst du auf jeden Fall mal relaxen. Lass das Monster einfach für mich. Danke, wirklich sehr vielen Dank. Und wegen Mrs. Saeki, ich würde dir gerne mehr über sie erzählen. Mrs. Saeki ist von... Oder soll ich ihm mehr erzählen? Ich habe den Satz gerade gar nicht, nur so überflogen. Sie ist gestorben wegen einer Krankheit, oder? Ich finde das nur ein bisschen komisch, weil irgendwie hat sie sich nicht so... sah die nicht so... ja, krank aus, als ich die das letzte Mal gesehen habe.
Meine Tante hat sich selbst umgebracht in dem Haus. Es war Selbstmord? Oh Gott, das wusste ich nicht. Weißt du warum? Sie hat geheiratet vor circa 10 Jahren und hat dann in dem Haus gelebt. Und sie hatte eine harte Zeit, aber sie ist schwanger geworden nach circa 5 Jahren. Und sie und ihr Mann waren sehr glücklich darüber. Aber das Kind, es war eine Frühgeburt. Und ja, meine Tante hat sich, oder eine Totgeburt, meine Tante hat sich immer selbst dafür gesagt, dass sie das alles war. Und mein Onkel, der hatte irgendwann keine Lust mehr und wurde, war es einfach leid, immer zu versuchen, ihr zu helfen, und ist dann aus dem Haus gegangen. Und seitdem ist sie immer komischer geworden, und sie hat dann gesagt, sie wurde immer beobachtet und immer, wurde immer da von irgendwem begutachtet, sozusagen. Meine Mutter und ich, wir waren ihre einzige Familie, und wir hätten sie supporten sollen, aber wir konnten einfach nicht. Meine Mutter hat unglaubliche Hysterieanfälle anscheinend. Meine Mutter hat meine, oh Gott, hat meine Tante eine Verrückte und eine Mörderin genannt, und sie wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und ich hatte ziemlich Angst vor meiner Mutter, und deswegen habe ich alles ignoriert. Ja, und auch wenn ich wusste, was meine Tante denn fühlt und was für einen Schmerz sie hat. Und wenn ich nur mutig gewesen wäre und sie supportet hätte, dann hätte ich sie zu einem Krankenhaus gebracht, und das wäre alles nie passiert. Dieser Tag, ich bin zu diesem Haus gegangen, ohne dass meine Mutter das wusste. Ich hatte so viel Angst um meine Tante. Und sie hat sich selbst erhangen im zweiten Stock. Ersten Stock, das ist da, wo der Blutfleck. Oh Gott. Ich hab geschrien, und das Seil hing da einfach, und sie ist auf, also das Seil ist durchgerissen, und sie ist auf den Boden gefallen. Meine Mutter wollte das Haus nicht, und sie wollte noch nicht mal irgendwie, sie wollte nicht erinnert werden an meine Tante. Und wenn ich diagnostiziert wurde mit Depressionen, dann hat mir meine Mutter gesagt, dass sie würde es empfehlen, dahin zu gehen. Sie sagt, das wäre ein gutes Haus für die Verrückten. Was ist das für eine Mutter? Und ja, sie wollte vielleicht damit auch einfach nur schon mal sagen, dass ich ja bald auch daran sterbe. Nett. Nett von einer Mutter. Es tut mir leid, ich habe so viel gesagt. Es ist nicht so eine tolle Story. Ja, passt schon. Du hast es ganz schön hart gehabt. Bitte pass einfach auf dich auf. Ich werde jetzt in deinem Haus nachgucken, Mr. Kamura. Fühl dich einfach hier wie zu Hause. Es wird ganz schön spät, deswegen schlaf einfach, wenn du Bock hast. Und du kannst das Bett da hinten benutzen. Nein, ich sollte nicht. Ich kann das Sofa benutzen oder den Boden. Na, jetzt sei nicht lächerlich hier zu mir. Irgendwann. Jemand, der so schön ist wie du, kann nicht einfach auf dem Sofa. Ich werde auf dem Sofa schlafen, Miss Takamura. Du nimmst das Bett. Ja, ich muss jetzt los. Oh, der süße Cutie Boy. Mr. Miura ist wirklich sehr nett zu mir, und es beruhigt mich sehr, mit ihm zu reden. Ja, glaube ich doch beinahe. So, dann würde ich sagen, wir legen uns jetzt gleich auch schon echt direkt hier schlafen. Ich sollte mich einfach ins Bett legen, auch wenn ich mich ein bisschen schlecht fühle, mich in das Bett hier zu legen. Also ich sollte jetzt einfach schlafen. Should be the best. Oh, er ist da. Bestimmt raped er uns jetzt in der Nacht. Sie schläft so. Sie schläft, das ist gut. Wieso ist das gut? Da ist irgendwie nichts komisch mit dem Haus, und deswegen werde ich einfach mal jetzt auch schlafen. Tag Nummer 4. Okay. Okay, dokey. Was ist das? Da hat sich jemand erhangen. Warum sehe ich dieses Bild? Ich möchte dieses Bild nicht sehen. Was ist das für ein Geräusch?
Es fühlt sich an, als ob das gerade in meinen Kopf krabbelt, ey. Ah! Wieso sind wir in unserem Bett? Was? Das ist mein Haus! Warum? Warum bin ich zurück? Das macht nichts! Hat mich Mr. Miura? Hat er mich zurückgebracht? Nein! Ich möchte hier nicht für eine längere Sekunde sein. Ich muss zu Mr. Miuras Haus. Und ich wette, wenn wir hier rausgehen, werden wir gleich von irgendwie diesem Zombie wieder überrascht. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Schnitt. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst doch wieder ein Däumchen nach oben da und schreibt mal einen Kommentar, was ihr so, ja, von Mr. Miura zum Beispiel haltet oder wie ihr zu dieser Geschichte steht, zu ihrer Tante, was da alles passiert ist und zu der Mutter, die irgendwie gar keine Einsicht zeigen kann und total komisch ist. Mag an ihrer hysterischen Krankheit liegen, aber ich find's trotzdem ein bisschen krass. Das wär's für die heutige Folge. Morgen geht's natürlich weiter. Ich bin Little Compass Brain oder einfach nur Yannick. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag und bis dann, euer Brain.